Moinsen Leute und willkommen zurück zu Paper Mario The Origami King hier vom Panoramaberg. Und wir werden heute hier mit der Seilbahn weiterfahren. Ich hatte tatsächlich jetzt zwischen dieser und der letzten Folge überlegt, ob ich nochmal ein bisschen backtracke, aber ich habe mir dann gedacht, der eine Tod in dem Haus am Grillparadies, der fehlt sowieso noch. Und solange der nicht da ist, nutze ich das nicht so wirklich. Deswegen machen wir erstmal weiter hier. Machen die Treppe wieder heile. Ich glaube ja eh, dass wir den Panoramaberg hier dann relativ vollständig haben sogar. Ja, und unsere Dächer repariert auf 100%. Perfekt. Hier ist doch irgendwo ein Toad. Hier drunter vielleicht, unter dem Blumenkasten. Jo, da ist er. Noch ein oder zwei Tage da drin und ich wäre aufgeblüht. Ich glaube tatsächlich am Grillparadies. Toads gerettet auch 100%, sehr schön. Am Grillparadies gab es auch so einen Blumenkasten, in dem keine Blumen waren. Ich denke, da ist auch ein Toad drin. Gut, hier ist nichts mehr anscheinend. Ich kann aber kurz auf die Karte gucken. Hier fehlt noch ein Schatzmini. Auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, wo der sein könnte. Vielleicht bei den Cheep Cheeps noch irgendwie? Wer weiß, ne? Aber es fehlt auch noch ein Fragezeichenblock, das sowieso auch. Keine Ahnung, wo die Sachen sind. Die könnte ich sicher finden, wenn ich jetzt Bock hätte, ne? Aber wir müssen eh backtracken, deswegen ist es auch egal. Ihr habt es geschafft. Endlich bin ich aus dieser mystischen Lage befreit. Möchtet ihr jetzt zur Herbsttür fahren? Ja, das möchten wir. Wir möchten nämlich weitermachen mit der Story. So lange ist es zwar noch nicht her, aber ich kann es kaum erwarten, wieder die Seilbahn zu fahren. Es macht einfach wahnsinnig Spaß. Oh, was ein Wortwitz, ey. Genau da wollen wir hin, stimmt's, Mario? Sieht nicht ganz so aus, als würde die blaue Luftschlange da oben hinführen. Hier wartet noch ein anderer Passagier, also entscheidet euch. Die Seilbahn nehmen? Ja, wollen wir. Hey, warum geht's denn nicht los? Alles in Ordnung da draußen? Ist das ein Bob-Bump gewesen? Ich hab's gerade richtig gesehen, die Lunte oben. Alles in bester Ordnung. Letzten Passagiere nehmen ihre Plätze ein und los geht's. Ab auf die Herbsttür. Es ist ein Bob-Bump. Hey, kriegen wir jetzt einen neuen Begleiter? Wow, das ist ja mal super klasse. Diese ganz hoch oben. Der Ausblick ist so toll und diese Berge sind so groß. Siehst du das, Mario? Warum schreit die eigentlich immer so? Zwischendurch. Berge hier, Berge da. Überall sind Berge. Warum hat mir niemand gesagt, dass die Welt so wunderbar sein kann? Bist du zum ersten Mal auf Reisen? Oh, die sieht aber gelangweilt aus. Oder, mies gelaunt, sagen wir mal so. Oh, hast du geschlafen? Tut mir leid, ich wollte dich nicht aufwecken. Das alles ist nur so aufregend. Mario hier und ich, wir haben ein Ziel. Der großen blauen Luftschlange folgen. Und was ist mit dir? Was bringt dich heute zur Seilbahn? Mich? Naja, ich bin Bob-Omb. Und an mehr erinnere ich mich nicht. Der hat seine Erinnerung verloren? Du weißt schon, wenn man sein Gedächtnis verloren hat. Oder vielleicht nur verlegt. Jedenfalls genau das habe ich. Und jetzt bin ich ganz allein auf Reisen gegangen, um mich an, nun ja, an alles zu erinnern. Mein Zuhause, der Sinn meines Lebens, all sowas. Du hast dein Gedächtnis irgendwo verloren? Jetzt hast du gar keine Erinnerungen mehr? Ach du Ärmster. Ich habe eine ganz tolle Idee. Du könntest uns auf unserer Suche begleiten. Und wir helfen dir dabei, deine verlorenen Erinnerungen wiederzufinden. Auf dem Weg dahin kannst du viele neue zu erschaffen. Was meinst du, Mario? Wäre das nicht toll, wenn uns doch jemand begleiten würde? Was? Wirklich? Aber ich habe keinen Bock auf den. Ach, aber ich möchte euch beide auch nicht belästigen. Das ist ein freundliches Angebot, doch. Ich kenne doch nicht mal irgendwelche Tricks. Ich wäre nur im Weg. Ich meine, ich ließe mich vielleicht dazu überreden, wenn ihr das wirklich wolltet, aber... Na gut, kein Problem. Das waren ein paar echt gute Argumente. Du solltest wohl wirklich besser allein reisen. Hä? Lass dich einfach mal in Ruhe. Eine gute Reise noch. Hä? Wow! Er rutscht näher. So schön. Wie geil. Wenn Papier über den Sitz rutscht, so sieht das aus. Also. Das Angebot, steht das noch? Dass ich, naja, euch begleiten könnte? Denn... Ich will schon gern, also euch begleiten auf eurer Suche. Du mit dem tollen Schnurrbart und dem großen M. Dein Name ist Mario, oder? Das klingt so bekannt. Bist du vielleicht ein weltbekannter Abenteurer? Also darf ich? Mitkommen meine ich? Bitte? Ja klar, darfst du mitkommen, wenn du so lieb fragst. Hurra!
Oh, seht mal, der Gipfel von dem Berg da ist ganz rot. Das muss die Herbsthöhe sein. Ja, das war's jetzt, oder wie? Hey, da hast du recht. Der Berg da sieht herbstlicher aus als ein ganzer Sack buntes Laub. Das muss hier einfach sein. Dann werden wir wohl bald anhalten. Ich kann es gar nicht erwarten, mir etwas die Beine zu vertreten. Ich glaube, ich habe Beine. Ja, eigentlich hast du auch nur Füße. Aber in dem Spiel hat auch Mario nur Füße an sich, weil er auch nicht so wirklich Beine hat, ne? Das hat der Oberkörper mit der Hose und dann sind die Füße unten drin. Jetzt, da wir zusammenreisen, sollte ich mich wohl vorstellen. Mein Name ist Bob Omb. Ich hab grad schon vorgestellt. Hä? Ich verspreche auch, dir nicht im Weg zu sein, Onkel M. Und dir natürlich auch nicht, Tantchen. Ich heiße Olivia. Schön, dich kennenzulernen. Wie geil. Das war's jetzt? Der kann nix? Und wir haben jetzt einen Begleiter? Das ist eigentlich total sinnlos, oder? Den auch einfach hier lassen können. Das ist ja komisch, ey. So, das ist die Herbsttür also. Sieht auch nicht schlecht aus hier, muss ich sagen. Aber auch hier sind direkt die ersten Toads wieder zusammengeknüllt. Das ist auch so ein selber ein Toad hier. Mich befreien muss, damit der wieder zurückfahren kann. Juhu, da wären wir. Die Herbsttür. Da ist die blaue Luftschlange. Die Blätter sind so rot, dass sie förmlich strahlen. Wunderschön. Das ist der perfekte Ort für schöne neue Erinnerungen. Stimmt doch, Bobo. Einfach nur Bob-Omb-Tantchen. Aber jetzt los, folgen wir der blauen Luftschlange. Mal hier den Toad befreien. Die Glocke klingelt auch sofort. Willkommen auf der Herbsthöhe. Hier sind die Blätter sogar im Winterbund. Oh Mario, danke, dass du mich gerettet hast. Sprich mich einfach an, wenn du mit der Seilbahn fahren möchtest. Oh, hier ist ein Loch. Ein grundloses. Fast übersehen. Na, triff den Fisch da jetzt, Mario, danke. Der ist... Uff, danke, dass du mich da rausgefloppt hast. Flop? Was? Du bist doch Mario, vielen... Ich meine, dank. Ich sitze schon seit Tagen auf diesem Berg fest und sehne mich nach dem offenen Meer. Ich bin nämlich der Skipper Toad. Im Skippen tät mal wieder Not. Skipper, ist das echt so ein Seefahrer? Ist der Begriff nicht so geläufig, muss ich gestehen. Ich werde mich sofort zu meinem Schiff in Toadtown begeben. Sag doch mal Ahoi, wenn du in der Stadt bist. Mach ich. Oh, ein echter Skipper. Wäre es nicht herrlich, einmal über die blaue See zu schippern? Wenn wir das nächste Mal in Toadtown sind, sollten wir ihn unbedingt im Hafen besuchen. Ja, okay, warum unbedingt nächstes Mal? Ist die Frage, ne? Okay, kein Toad da in dem Baum. Ja, hier ist schön füllt alles. Ist auch alles direkt fertig. Wie ist irgendwo noch ein Toad? Die Lok hat gewimmelt. Vielleicht ist er aber auch oben hier. Oder hier hinten? Ah, hier hinten vielleicht. Hier das Blatt bestimmt. Ja, okay, das Blatt sah komisch aus, da ist noch eins und gelbes. Hey, danke! Was man wieder alles achten muss in diesen Toads, ey. Du hast mich gerettet. Keine Ursache. Warte mal, wir haben jetzt einen neuen Begleiter, ne? In der Info muss das doch stehen. Ja. Aber das bringt uns nichts, diese Info. Toll. Ja, bin ich mal gespannt, was der so kann. Oder ob der wirklich gar nichts kann. Ich meine, der kann sich vielleicht noch nicht daran erinnern, was er kann. Ist hier noch ein Toad irgendwo? Ah, es kann sein, dass es wieder hier unten ist, irgendwo, wo ich noch nicht hinkomme jetzt. Mir fällt hier jetzt auf jeden Fall nichts auf, dass hier noch einer wäre oder so. Hier ist noch... Hier ist auch noch einer. Ich gehe fast davon aus, der ist da oben irgendwo. Keine Ahnung warum. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Könntest du einfach mal diese Ecke hier merken, falls das doch hier unten sein müsste. Aber ich sehe jetzt hier keinen Toad, sage ich ganz ehrlich. So, hier kann man hoch? Oder so? Bestimmt kann man da irgendwie hoch, ich weiß noch nicht wie. So, was sehen wir denn hier? Hey, das muss eine der Luftschlangen sein, von denen ihr beide gesprochen habt. Die scheint nach links zu führen. Ich gehe mal nachsehen. Bommi, sei vorsichtig, nicht fallen. Bommi. Ja, bitte nenn mich nicht Bommi. Ich heiße ganz einfach Bob Omb. Das ist aber empfindlich, ne? Keine Sorge, jetzt habe ich es mir gemerkt. Ich werde mich nicht nie wieder mit deinem Namen vertun, Bobby. Ich glaube, Bobby soll er auch heißen. Ist es wirklich in Ordnung, Bobby allein losziehen zu lassen? Ich will doch da hinten hin, hallo? Das ist doch noch was.
Achso, ich kann ja wieder hoch. Okay, alles gut. Ach, der muss doch zumindest immer springen können, der Bobby. Du, Onkel M, sieh dir das mal an. Ja, mach mal frei. Was, an der Sackgasse? Wie sollen wir denn jetzt der Luftschlange folgen? Doofe, doofe Sackgasse, Menno. Diese Felsen sind zu groß, um drüber zu springen. Sogar für jemanden wie dich, Onkel M. Hä? Wenn der Weg hier versperrt ist, könnten wir ja mal den Berg dort erkunden, oder? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, der hat ja keine richtige Lunte, ne? Der Bob Omp hier. Und der hat ein Zierrad. Das haben die aber manchmal sowieso. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass die, weil die Lunte fehlt, das ist seine Erinnerung. Wir müssen einfach die Lunte finden und hat da seine Erinnerung wieder. Ich hoffe irgendwie nicht, dass es so ist, weil dann wäre es ein bisschen zu offensichtlich. Aber irgendwie finde ich es trotzdem geil, wenn es doch so wäre. Keine Ahnung, es ist wieder so ein Widerspruch, ne? Ich hoffe es irgendwie nicht, weil ich irgendwie schon drauf gekommen bin, aber... Naja, was soll's. Wir werden es sehen, vielleicht auch nicht. Oh, wer ist denn da? Vielleicht noch jemand, der uns auf unsere Reise begleiten will? Huhu, Stachelkopf. Hast du Lust, mit uns zusammen neue Erinnerungen zu sammeln? Nein, bitte nicht. Bobby, stopp! Vorsicht, das sind Fallschergen. Vorsicht, das sind Fallschergen, die sind ganz gefährlich. Das sagt Olivia, stimmt. Der Kleine da, echt? Naja. Mit allen Stacheln sieht der schon ein klein bisschen gefährlich aus. Na gut, dann halte ich mich lieber von diesen Falkgestalten fern. Aber wir nicht. Oh, neue Mucke. Neue Kampfmucke. Da ist echt bei jeder Luftschlange anscheinend die Musik anders. Ah, geil. So, wir haben wieder mehr Zeit, wir haben mehr KP. Okay, Bobby pennt. Nee, warte mal. Dann drehe ich das doch lieber so. Genau, so geht's besser. Perfekt. Auf die springen wir mal erstmal drauf. Wie immer. Ach, ich hätte die Eigenstiefel anziehen sollen. Scheiße, das war ein bisschen dumm. Ach, die Stachis machen wir jetzt aber platt. Hoffe ich, dass die platt gehen, ne? Exzellent, jawollo. Und tschüss. K.O. Bodycheck. Okay, er wollte angreifen, hat aber verkackt. Schade. Okay, kein KP mehr Schaden. Wenn die angreifen. Ach, wegen der Abwehr. Plus, geil. Das ist echt nicht schlecht. So, geschafft. Voll angeordnet. Dann macht mal hin. So, wie viele Toads da sitzen, das ist echt unglaublich. Finde ich geil, so ein Feature, dass die da einfach im Hintergrund sitzen, einen anfeuern und so weiter und noch sogar Teil des Kampfgeschehens werden können, wenn man Münzen ausgibt. Echt Hammer. Das ist ja so gesehen, also zumindest in den Spielen, die ich hatte, auch noch nicht da gewesen. Ich weiß halt nicht, wie es in dem zweiten Paper Mario war, ob es da sowas gab. Kann ich nicht sagen, wie gesagt. Die Mucke gefällt mir echt. Dum, 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 dum. So, das muss ich erstmal so drehen hier. So, zack. Jetzt mal den Hammer hier benutzen. Ich muss nämlich zuerst weg, die Stachis hier. Oh, das war schlecht. Aber die gehen trotzdem kaputt, genau. Jetzt noch die Eisenstiefel hinterher. Zwei, drei, tschüssi! Gut, das ist eigentlich noch recht einfach. So, geschafft. Schon wieder so ein Paragumba, auf den hab ich gar keinen Bock. Hier ist ein Toad in der Nähe, okay. Ach, wieder nicht draufgesprungen, sondern reingesprungen. Nerv ich auch manchmal ein bisschen. Ey, Robo-Cooper schon wieder. Warte mal. Ach so, doch, ist voll easy, so. So, zack, geschafft. Ah ne, das sind normale Cooper. Ob das hier schon wieder sind Robo-Cooper? Ist ja egal. Und die gehen kaputt. Immerhin. Das heißt, ich brauche im Grunde nur für die jetzt den Hammer und für die. Ja, Paragon nehme ich wieder die einen Stiefel dann diesmal. Ich will die kaputt haben, ich will nicht angegriffen werden. Wenn die sich keinen Schaden mehr machen.
Gehen halt mal Eisenstiefel kaputt, das ist mir dann auch egal. Dann sehen wir das wenigstens auch mal. Wenn es überhaupt kaputt gehen. Ja, Eisenstiefel kaputt, okay. Da schreckt Mario sich ein bisschen, aber macht ja nichts. Die können wir uns ja zum einerseits holen. Wir werden die auch bestimmt finden, wenn wir die jetzt unbedingt bräuchten. Für eine Passage, weil sonst wäre ja echt Game Design technisch. Das wäre echt schlecht sonst. Und dann eine Stelle kommt, ohne die Dinge auch immer, die kaufen kann, wie gesagt. Und wenn man die unbedingt braucht, dann muss es die geben irgendwo, bin ich der Meinung. Ich habe einen Zug nur, ne? Ja. Ich muss nämlich einfach nur die hier dahin bewegen. Zack. So, die nächsten einen Stiefel dann bitte. So, schwupp, die Wupp und Schuss. Exzellent. Und der Hammer kommt noch hinterher. Mario tritt in Aktion. Mal wieder. Okay, das krieg ich jetzt mittlerweile ein bisschen dahin. Ich glaube, das Training hat doch geholfen. Im Kampfstudio letztes Mal. Na, jetzt sag ich wieder, ich krieg's besser hin und dann verkacke ich doch wieder. Also wo ist denn jetzt hier mit dem Toad? Ich sehe hier keinen. Der ist da bestimmt im Baum drin. Da oben. Und Papier. Ey, der Teich ist hier ausgetrocknet. Na sowas, hallo ihr Fischis. Diese Bergfische leben anscheinend an Land und verbringen ihr Leben damit, zwischen Felsen hin und her zu floppen. Interessant. Ich hatte mein Gedächtnis verloren. Aber irgendwie klingt das nicht richtig. Brauchen die meisten Fische nicht Wasser? Da hat er recht. Kann ich nicht mit dir sprechen? Nee. Die sind zu sehr beschäftigt zu überleben. Kann man glaube ich schon so sagen. Oh, schon wieder ein Paragumma. Ich habe mich aber drauf gesprungen, oder? Ja, ich. Der hat schon seine Flügel verloren. Oh Gott, wie viele Gegner schon wieder. Ich habe keine Ahnung, ob ich das machen soll, ne? Machen wir mal ein paar Münzen hier rein, vielleicht helfen die Toads. Ich habe jetzt keine Anordnung gesehen. Hier haben wir nichts angeordnet, die Säcke. Achso, doch, ich hab's doch sogar. Geil. Zack. Okay, dann also jemals den Hammer immer rausholen hier jetzt. Geht doch nur spitze, seht ihr, kaum sage ich was, ist wieder kacke. Was heißt kacke, ist es wieder schlechter so. Adios und jetzt die letzten Paragumba hier. Ihr seid auch noch dran. Ich hab euch nicht vergessen, Kollegen. Tschüss. Macht die flatter. Ja, danke. So, Daumen hoch, genau Mario, haben wir geschafft. Guck mal, sogar der Falt-Chip-Chip hier ist. Ja, genau, der hat mich verarscht. Ich hab's irgendwie geahnt. War auch nur so ein bisschen, ne? Also, das wäre echt lächerlich. Ich hab einen Zug nur. Ich muss doch nur so machen an sich. Genau. So, dann springen wir direkt auf die drauf, auf die Fische hier. So, mach schon. Hat's geklappt? Ja, klar, hat's geklappt. Auch für die Anfeuerung ist gut für Toads. Den Hammer, den Hammer! Er wollte immer drauf. Ach, sowas von. Immer auf die Fontanelle oben. Jetzt gibt's nochmal einen auf die 12. Ja, macht schon Spaß, das Spiel. Muss ich schon gestehen, bisher. Ich hoffe, das wird sich nicht ändern, ganz ehrlich. Ich bin da ja immer noch so ein bisschen skeptisch wegen Color Splash. Ein Sticker-Star, aber nur so ein bisschen. Oh. Schon der nächste Faltkreis hier. Und damit werde ich bestimmt den Teich wieder füllen. Bin ich jetzt mal vorsichtig, ne, formuliert. Was denn? Ein Boot? Hier oben? Ah, Bobby, du Ärmster. Ich bin keine Abenteuerexperte, aber mit Booten kenne ich mich aus. Die schwimmen. Weil das hier nur rumsteht, ist es also kein Boot. Olivia, du laber Scheiße. Als du dein Gedächtnis verloren hast, musst du auch deine Fähigkeit zum logischen Denken verloren haben. Ich
Ich weiß schon, was ein Boot ist, Tantchen. Und wenn es hier ein Boot gibt, dann muss das hier ein See sein. Wenn das stimmt, dann ist der See. Was ist eigentlich mit diesen ganzen Dosen da hinten? Ausgetrocknet. Wow, das ist ja unglaublich. Hier ist also ein See. Hey, warte mal. Ist das nicht gefährlich? Wir könnten nass werden. Schnell, wir müssen hier weg, bevor unsere Farben verlaufen. Dieser See sieht ausgetrocknet aus, also sollten wir hier sicher sein. Aber wenn es hier Wasser gäbe, könnten wir mit dem Boot fahren. Und dann könnten wir glatt über die Felsen in der Sackgasse hinwegfahren und der blauen Luftschlange folgen. Dann müssen wir also nur den See wieder fluten? Also, ich weiß echt nicht, wie ich da helfen könnte. Wo sollen wir überhaupt anfangen? Ja, wir kriegen dann wieder so ein... Sag mir bitte, es gibt hier so dann so ein Wasserpergamenton. So ganz einfallslos. Und da kriegen wir dann wieder eine Faltfibel, mit der wir dann die... den See fluten können einfach. Ich bin eigentlich nur gekommen, um mich für einen Job bei der Flusszug zu bewerben. Und dann ging das leider in die Dose. Der Bootsführer hier muss echt auf Thunfisch stehen. Aber kommt wohl Appetit, wenn man mit nur einem Ruder paddelt. Steht hier wieder auf dem Schild, wartet mal. Der Bootsführer präsentiert Flusstour zum Redexen. Tour beginnt gleich hier. Ist hier noch ein Tod hinter? Ne, diesmal nicht. Da, Äffchen. Ach, was für ein süßer kleiner Kerl. Hallo, Äffchen. Natürlich springt er weg. Ich glaube, der ist etwas schüchtern. Das ist aber ein Tod, oder? Untersuchen. Das sind ja eine ganze Menge Konservendosen. In etwa ein ganzer Jahresvorrat. Mal sehen, da steht... Thunfisch, rückwärts. Komisch, die Buchstaben sind verkehrt herum und stehen auf dem Kopf. Oh, Moment, wenn man die Dose umdreht, ergibt alles Sinn. Thunfisch also. Nicht schlecht gemacht, also ich finde das schon... Auch wenn es so kleine Gags sind... Oh, Wahnsinn, wo rennt der denn schon dahin? Ja, ich... Kommt mal her, wenn man irgendwo eine tolle neue Erinnerung bekommt, dann hier. Ja, dann gehen wir wieder dahin. Oha, da ist doch Wasser da hinten. Tolle Aussicht, oder? Ja, tolle Aussicht, oder? Seht euch mal das Gebäude da drüben an. Sieht ganz wie ein Tempel aus. Ich könnte wetten, dass das Wasserpergament an genau so einem Ort wohnt. Hä? Woher weiß denn der das auf einmal wieder? Da hast du wohl recht, Bobby. Das sieht wirklich wie so eine Art Tempel des Wassers aus. Von einem Tempel des Wassers fehlt nicht viel zum Wasserpergament. Aha, der Tempel des Wasserpergament. Mario, wir haben es gefunden. Das muss das Zuhause des Wasserpergament sein. Das Gebiet ist über alles Fließende. Das geht aber schnell. Ah, ist dieses Wasserpergamenton also Experte für alles, worin man planschen kann? Dann sollten wir es besser schnell fragen, ob es den ausgetrockneten See wieder für auffüllen kann. Ja, das haben wir dann wohl vor uns, ne? Spritzig und stilvoll, der Tempel des Wasserpergamenton. Wie komm ich denn da hin? Kann ich da vorunterlaufen? Bestimmt, ne? Aber erstmal hier lang kurz. Ich will jetzt einmal einfach da hinten hin. Oh! Ja, genau dahin wollte ich jetzt einmal. Sieh dir mal diesen Fallkreis an. Schreit er nicht förmlich Wasserpergamenton? Das sieht aus wie ein Drache da drauf. Das beunruhigt mich ein bisschen. In so einem Fallkreis könnten wir sicher etwas gegen die Trockenheit im See unternehmen. Wir sollten dem Wasserpergamenton mal einen Besuch abstatten, Mario. Los, lass uns zu diesem Tempel gehen. Fuck, ich komme gar nicht hin. Zu dem Tod da hinten, zu dem Baum. Okay, dann halt nicht. Kann ich da denn lang oder nicht? Warte mal, das sieht ja nicht auch aus. Jetzt wird man da runterlaufen einfach. Nee, kann man nicht, okay. Dann ist hier der Weg. Hätte man sich jetzt denken können, weil hier auch eine Treppe ist. Da oben sind die Bälle, auch ein Tod. Schätze ich. Pittoreske Prärie. Puschelgraspampa. Puschelgraspampa, hier kann ich lang. Hier ist ein Schatzmini. Cool. Ja, die können selbst unter Treppen versteckt sein. Ein Laubhaufen. Nett. So, dann haben wir hier noch was. Mal wieder kein Toad. Hier geht auch die Glocke nicht an. Ah doch, hier geht's wieder an. Achso, hier sind wir auf der anderen Seite, ne? Hä? Toll, so hohes Gras, so schön. Bobby, da drin können wir dich gleich aus den Augen verlieren. Also bleib in unserer Nähe und verlauf dich nicht. In Ordnung? Das ist der Toad direkt, ey, Glückstreffer. Hey, was hast du mich denn gefunden? Kannst du etwa Gedanken lesen? Wieso sie gerade jetzt? Bitte aufhören. Da unten ist ein Toad, ich sehe ihn. Aha. Ne, rausziehen muss ich den. Klein. Endlich die Rettung. Ich habe mich hier unten so einsam gefühlt. Bitte für dich als kleines Dankeschön. Oh, Herzen. Ein KP Max plus 5, cool. Ja, vielen Dank, Toad. Also macht das echt Sinn, die zu finden.
Da kann man echt viel Hilfe von bekommen von denen. So wie es aussieht. Oh geil. So. Hier ist doch ein Toad, aber der ist wahrscheinlich wieder hier im Gras. Was ist denn hier? Oh, das ist ein Scheiger, okay. Die Mucke gefällt mir echt gut, die Kampfmucke. Die hat so ein bisschen asiatischen Flair, muss ich sagen. Hä? Das sind doch vier verschiedene. Ja, nicht vier, doch vier verschiedene Gegner. Auch krass. Ja, die kriegen jetzt alle einen und immer in die Rübe gezogen. Das ist auch selten, dass man sowas sieht. Also bisher noch gar nicht, dass vier verschiedene Gegner hier sind. Auch wenn Goomba und Paragoomba im Grunde nur, ne, fast die gleichen Gegner sind, aber auch nur fast. Hier war doch eben was. Da. Da ist ein Toad. Da kann ich nämlich nicht weiterlaufen. Uff, ich hätte schon die Hoffnung aufgegeben, da jemals wieder rauszukommen. Danke, danke, danke. Okay, der rennt weg. Okay, da haben wir angefangen gerade. Okay. Ich will jetzt den Toadradar benutzen. Legt der sich eigentlich von alleine auf? Ich muss den, glaube ich, echt, wie er sagte, der Forscher da, immer wieder... Wo ist denn der nochmal? Ach, hier. Nee. Da. Nee, der ist weiterhin leer. Komm her, Kollege. Also, ich muss den echt mal auffüllen, weil dann kannst du hier ganz gut die Toads für den neben hohen Gras. So, geschafft. Brauche ich jetzt eigentlich schon wieder Eisenstiefel, wenn ich ehrlich bin. Vollkommen auch scheiß drauf. Der macht eh keinen Charme, wenn ich richtig blocke. Der Kuh, der Goomba. Ja, er schafft es halt, wie gesagt. So, wie ich es mir dachte. Bodycheck. Ey, er hat getroffen. Alter, hat der viel Schaden angerichtet. Der hat 20 KP abgezogen. So, Todradar ist leider alle. Jetzt auch nichts gewimmelt, ne? Okay, hier geht's anscheinend weiter. Obwohl, hier da hinten geht's eher weiter, aber das ist ein Speicherblock. Was haben wir denn hier? Platz der Freundschaft. Für maximal die Freundschaft bitte leere Dosen wieder mitnehmen. Kann ich hier was machen? Oh, ich habe ihn gehauen. Ups. Hier kann ich mich ja hinsetzen, wie gehabt. Ach, es gibt auch nichts über eine kräftige Brise Bergluft. Obwohl sogar die Luft hier rot ist, so wie das Laub. Andererseits sieht sie ja ganz klar aus, aber man weiß ja nie. Ach, wenn ich an all die ganzen Kerlchen denke, die auf der Welt auf uns warten, man explodiert ja fast vor Neugier. Oh, Stichwort. Stichwort von Bobby, dachte ich jetzt, aber... Kann man hier echt nichts machen? Hier sind drei Plätze, das wundert mich ein bisschen. Vielleicht muss ich später jeden. Vielleicht erinnert er sich hier irgendwann an was. Der Bobby oder der Bob-Omb. Okay, hier ist ein Tod in der Nähe. Den ich jetzt natürlich nicht finde ohne Todradar, ist klar. Komm mal her, Kollege. Du musst auch noch dran glauben. Schwupp. Was kommen jetzt wieder für Freunde hier an? Okay, zwei Züge habe ich wieder. Also die Kämpfe sind hier jetzt aber auch sehr einfach, ne? Jetzt gerade. Oh, ich muss die Eisenstiefel anziehen, sehe ich gerade. Wegen dem Stachy. Fast drauf reingefallen. So. Man hätte aber auch bestimmt mit dem Hammer angreifen können. Wenn ich da jetzt gerade so drüber nachdenke. Ja, ist egal. Ist ja egal. Hier ist der Frechdachs. Da kann ich nämlich wieder nicht hinlanglaufen. Oh, zum Glück, endlich hat mich jemand gefunden. Jetzt weiß ich, wie man sich als verlorener Schlüssel fühlt. So, was haben wir denn hier noch? Ich krieg halt wieder gerade nicht gar nicht genug, ne? Aha, hier kann man auch noch lang laufen. Die Lücke im Zaun habe ich irgendwie gesehen, keine Ahnung. Hier so, zack. Kleiner Wasserpergamenton-Schrein. Alle Spenden willkommen. Gerne Feuer einweichen. Untersuchen. Was für ein klitzekleines Häuschen, wie niedlich. So, dann... Okay, was haben wir hier jetzt? Wir haben es durchs hohe Gras geschafft.
Ich habe das Gras die ganze Zeit durch deine Taschen hindurch gespürt. Es hat so gekitzelt, ich musste ständig lachen. Warum hat man dich denn nicht lachen hören? Oh, seht mal, wie nah wir schon am Tempel des Wasserpergamenton sind. Wir werden im Handumdrehen da sein. Das geht echt schnell. Noch ein kleines Stückchen. Kein Problem, oder, Bobby? Bobby ist weg, toll. Ja, der hat sich da verlaufen drin, war so klar irgendwie. Und weg ist er. Vielleicht war er wieder neugierig und ist vorausgelaufen. Ach. Irgendwie ist es süß, dass er uns beweisen will, wie schnell er mit seinen kleinen Beinchen rennen kann, die er sicher irgendwo hat. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, hier ist ein Speicherblock, passender Moment hier, um eine Pause zu machen. Das heißt, es geht beim nächsten Mal weiter hier auf der Herbsttür. Und ich schätze mal, wir müssen Bobby finden. Und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt beim Platz der Freundschaft ist. Da werde ich auf jeden Fall zuerst nachgucken. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal. Würde ich mich darüber freuen. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss mit Ö. Euer Basukasen.